Hallo und herzlich willkommen im Studio. Schon wieder dritter Tag in Folge. Für euch, für mich war da zwischendrin natürlich noch ein bisschen was anderes. Vielleicht ein ganz kleiner Hinweis aus der Regie. Das ist bisher der einzige Adventskalenderteil, den ich tatsächlich kurzfristig vor Veröffentlichung drehe. Nämlich tatsächlich ist jetzt quasi der Tag vor der Veröffentlichung. Also sprich, heute Nacht um 24 Uhr für mich jetzt beim Dreh kommt der auch schon raus. Daher, das ist das erste Mal, dass das so ist. Das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein. Aber hier war eine Lücke und die muss jetzt noch kurzfristig gestopft werden. Ja, wir machen nochmal Ameisen. Der ein oder andere wird sicherlich schon befürchtet haben. Ich habe mir gerade so ein paar Stichworte aufgeschrieben, über die ich noch sprechen wollte. Das Thema Ameisen, das ist wirklich ein ganz, ganz umfassendes Ding. Da gibt es so viele faszinierende Mechanismen, über die man sprechen könnte. Daher kann ich das jetzt auch mit einem dritten Teil zu Insekten bzw. Ameisen nicht vollumfänglich tun, aber legen wir los und irgendein andermal können wir uns dann mal noch praktisch mit zum Beispiel meinem Ameisenhaufen auseinandersetzen und uns eben mit der Ameisenart, die da wohnt, ein bisschen beschäftigen. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Vielleicht bin ich doch nicht so in Erzähllaune, dann kann ich noch am Ende, weil ich noch Zeit übrig habe, nochmal auf die rote Waldameise eingehen, sonst machen wir das irgendwann andermal. Gut, also erstmal wollte ich noch zu den guten Arbeiterinnen ergänzen. Die haben eine Karriereleiter, die sie raufklettern können während ihres Daseins. Ne? Also wenn sie schlüpfen, dann gehen sie erstmal in die Ameisenschule. Nein, natürlich nicht. Wenn sie schlüpfen, sind sie erstmal eine Larve und als Larve haben sie nichts zu tun, außer zu fressen. Also das ist also ein relativ simples Dasein und damit hat sich's dann im Grunde auch. Ja, die Larve kann sonst nichts. Das gilt aber auch grundsätzlich für fast alle Insekten, dass eine Larve nicht viel kann. Teilweise bessere Larven in Anführungszeichen, die haben sogar noch einen kleinen Verteidigungsmechanismus, dass sie irgendwelche Haare, Gifthaare oder ähnliches haben. Aber im Regelfall kann eine Larve einfach nichts außer rumkrabbeln und fressen. Ja, und das geht dann halt durch und kommt am Ende wieder raus und das war's im Wesentlichen auch schon. Das ist bei Ameisenlarven so ähnlich und dadurch, dass die jetzt noch weniger können müssen, weil ja auf sie aufgepasst wird von ihren großen Schwestern, hat sich das erledigt, ja. Das bedeutet, sobald also eine Larve aus dem Larvenstadium raus ist und ins Imagostadium, also Arbeiterinnenstadium, muss man fairnesshalber sagen, weil Imagos normalerweise bei nicht staatenbildenden, kastenausbildenden Insekten ja schon geschlechtsreif sind, was eine Arbeiterin ja normalerweise nicht ist. Wenn doch, dann nur Männer kriegen kann, weil sie nie befruchtet worden ist, also quasi nur männliche Eier legen kann. Eier, aus denen Männchen schlüpfen. Jetzt ist es korrekt. Aha. Eieieiei. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls, die schlüpfende Arbeiterin, die ist in dem Moment, also schlüpfend aus der Puppe raus, ne, also nach der Verpuppung, die ist in dem Moment auch schon einsatzbereit und weiß schon, was sie zu tun hat, nämlich Brutpflege. Job Nummer 1 im Leben einer Arbeiterin bei so ziemlich allen Ameisenarten ist Brutpflege. Das heißt, sie kümmert sich um die anderen Larven, die sie eben ja gerade selber noch gewesen ist, sorgt dafür, dass da eben genügend Nahrung für die da ist, schleppt die in der Gegend rum, falls es irgendwo zu nass, zu trocken, zu warm oder zu kalt wird in dem Bereich, wo die Eier bzw. die Larven gerade rumliegen und je nachdem welches Stadium eben und so weiter. Ja, die Brutpflege betreibende Ameise, was macht die so? Naja, die füttert zunächst mal den Nachwuchs, dann rennt sie mit dem Nachwuchs in der Gegend rum. Sollte die entsprechende Brutkammer, in der der Nachwuchs gerade liegt, irgendwie den Ansprüchen nicht mehr genügen, weil zum Beispiel die CO2-Konzentration zu hoch geworden ist, weil zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit zu hoch geworden ist und es droht Schimmel. Schimmel ist durchaus eine Gefahr, gerade für den Nachwuchs in den Brutkammern. Oder eben der Winter droht zu kommen. Aber das ist nochmal so ein Spezialfall. Und in dem Fall wird
wird die Brut tatsächlich gar nicht mehr gepflegt, sondern dazu kommen wir später noch, ne? Weil wir machen hier ja immer noch den Adventskalender und der hat ja immer noch, wo es irgendwie möglich ist, einen Winterbezug. Und damit diese Insektenteile jetzt wenigstens irgendeinen Winterbezug haben, hatte ich vor, am Ende dieses Teils noch schnell das Überwintern von Ameisen dann noch irgendwie gewaltsam reinzuquetschen, um den Winterbezug herzustellen. Gut, also Brutpflege, relativ simple Tätigkeit. Dazu gehört übrigens auch, dass manche Arbeiterinnen sozusagen dem medizinischen Korps unterteilt sind, die sich dann auch darum kümmern, dass wenn andere Arbeiterinnen oder gar die Brut zum Beispiel von Bakterien befallen sind, dann wird da entsprechend rigoros los vorgegangen und man arbeitet auch ein wenig mit Antibiotika. Erstens das, zweitens Ameisensäure hilft im Übrigen auch. Die ist für die meisten Bakterien durchaus überhaupt nicht angenehm und kann dann auch von Ameisen als Antibiotikum, um sich selbst damit quasi einzuschmieren und vor Bakterien zu schützen, genützt werden. Das ist nur so als Beispiel. Aber das Thema Krankenschwester-Ameisen, das ist nochmal ganz komplizierter und ganz was Faszinierendes, das müssen wir aber dann ein andermal noch besprechen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen eben weiterhin auf den Werdegang von unseren Ameisen zurückgreifen. Also wie gesagt, nach dem Schlüpfen als Imago, also nach dem Erwachsenwerden sozusagen. Erstmal Brutpflege. Ja? Dann ist es so, dass je jünger die Ameise, desto andere Larven füttern. Steht auf dem Programm. Wenn sie ein bisschen älter wird, so ein paar Tage, dann schleppt sie eher die Larven in der Gegend rum. Und nachdem sie das so ungefähr 1, 2 Wochen, je nach Bedarf, je nachdem, wie viele andere Brutpflegeameisen gerade so unterwegs sind, das können sie ja olfaktorisch irgendwie feststellen, riechen, wer macht gerade welchen Job. Es wird übrigens davon ausgegangen, glaube ich, es herrscht aber noch keine hundertprozentige Einigkeit bei den Ameisenforschern, aber es wird davon ausgegangen, dass die wohl über, je nachdem, was für einen Job sie machen, gerade die entsprechenden Pheromone abgeben, um zu signalisieren, welchen Job sie gerade machen, damit jede Ameise, die im Nest so unterwegs ist, so grob mal riechen kann, okay, offenbar haben wir gerade jede Menge Brutpfleger, aufräumen tun auch gerade viele, aber niemand bringt den Müll raus. Ich habe gerade nichts zu tun, also bringe ich mal jetzt den Müll raus. Ne? So in die Richtung. Aber das ist nur so eine, also ich glaube, das ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, dass das so in diesem Stil funktioniert. Jedenfalls, wenn unsere Arbeiterin jetzt ein bisschen älter geworden ist, dann kommt sie in den, ja, tatsächlich erweiterten Innendienst, nennen wir es mal. Da bestehen ihre Aufgaben vor allen Dingen darin, das Nest zu verbessern. Das heißt, vergrößern, wo nötig, Löcher stopfen, wo nötig, Müll rausbringen. Müll rausbringen sollte ich vielleicht ein bisschen näher ausführen. Müll ist quasi erstens mal die theoretisch auftretenden Ausscheidungen von den manchen der Ameisen. Also die Königin zum Beispiel, die produziert tatsächlich mischt sozusagen, der abtransportiert werden muss. Bei den Larven ist das praktischerweise nicht so. Die haben eine integrierte Tasche, wo sie sämtliche Hinterlassenschaften, die sie halt, ja, Rückstände dessen, was sie nicht verdauen konnten, speichern. Und bei der letzten Verpuppung wird diese Tasche dann sozusagen mit dem Verpuppungsmaterial entsorgt und auf dem Wege muss dann nur die Hülle der Puppe, der ehemaligen Puppe, entsorgt werden. Aber das wäre zum Beispiel auch so ein Abfall, der da regelmäßig rausgebracht werden muss. Oder aber auch Rückstände der Nahrung, die eingelagert wurde und gespeichert wurde für schwere Zeiten. Das könnte zum Beispiel sein, da muss ich jetzt kurz nachlesen, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, wie hießen das gleich. Das Elaiosom. Das Elaio, beziehungsweise eben nicht das Elaiosom, sondern das, was am Elaiosom noch dranhängt. Ein Elaiosom, das ist auch ein sogenanntes Ölkörperchen, das produzieren manche Pflanzen, um genau Ameisen anzulocken, also wirklich explizit Ameisen, nicht irgendwelche Insekten, sondern genau die. Und bieten quasi neben ihren Samen auch eben so ein Körperchen, ein kleines
kleines rundlich bis längliches Objekt, das sehr viel Eiweiß, sehr viel Protein ist dasselbe, sehr viel Fett, ach je, und auch gute Menge Kohlenhydrate enthalten kann. Und da kleben die ihren Samen dran. So, und jetzt kommt die Ameise und dieses Elaiosom will sie haben. Und dann nimmt sie das Elaiosom mit, nimmt dabei logischerweise auch gleichzeitig den Samen der entsprechenden Pflanze mit und rennt damit in der Gegend rum, beziehungsweise zurück ins Nest. Geht da rein, verstaut das Ding irgendwo, lagert das gegebenenfalls auch irgendwo ein, weil Ameisen haben das Problem, lagerungsfähige Nahrung ist gar nicht so einfach zu kriegen. Und vor allen Dingen muss es ja auch was sein, was du lagern kannst, ohne dass es gleich verpilzt und von Bakterien befallen wird und ähnliches. Und dann hast du Pilze oder Bakterien im Nest, willst du nicht haben. Das Nest soll schön sauber bleiben. Drum ist lagerungsfähige Nahrung sehr beliebt, sehr begehrt bei den Ameisen. Und da gehören eben diese Elaiosomen dazu, die lassen sich ganz gut einlagern. So blöd nur, dass da jetzt noch so ein doofer Samen dran hängt. Mit dem kann die Ameise nämlich nichts anfangen. Den kann sie nicht fressen, der ist davor geschützt, der ist zu hart, zu stabil und enthält jetzt im ersten Moment nichts, was sie mit ihren Mundwerkzeugen nennenswert aufnehmen könnte, also zumindest als Nährstoff. Und drum wird der quasi als Abfall entsorgt, kommt auf den großen Abfallhaufen des Ameisenhaufens und das ist genau das, wo der Samen auch hin möchte, denn auf dem großen Abfallhaufen werden auch andere für die Ameisen nicht verwertbare, aber durchaus viele Nährstoffe für eine Pflanze enthaltende Sachen deponiert und dann kann eben dieser entsprechende Samen auf dem Ameisenabfallhaufen ganz wunderbar wachsen. Zum Beispiel der Lerchensporn macht das. Oder das Schneeglöckchen. Ja, die haben Elaiosomen und locken damit explizit Ameisen an. Da soll auch niemand anders kommen als die gute Ameise, eben damit sie dann später auf dem Abfallhaufen wunderbar wachsen können. Ja? So, also das mal als Beispiel, welchen Müll die denn so rausbringen, die Müllrausbringerinnen. Da gibt es natürlich noch Tunnelgräberinnen. Habe ich vergessen zu sagen, bei den Brutpflegerinnen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass du von der Standardbrutpflegerin zur Königinpflegerin befördert wirst, sozusagen, und bist dann ab sofort dafür zuständig, die Königin vorne was reinzustecken und hinten was rauszunehmen. Ja. Und viel mehr macht die ja bekanntermaßen nicht, die gute Königin. Also jedenfalls nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, wo das Volk so weit in Ordnung ist und wo der Laden brummt. Ja, was wäre dann? Genau, also das waren so die Innenarbeiten. Zu den Innenarbeiten gehört auch noch die Verteidigung des Baus, wenn er durch andere Ameisen angegriffen wird. Tatsächlich sind Ameisen ganz oft die schlimmsten Feinde wieder andere Ameisen. Potenziell wäre es auch noch möglich, dass der Grünspecht ankommt. Das ist dann allerdings eine ganz große Gefahr, weil der blöde Grünspecht, also für Ameisen blöd, ja, ansonsten ist das ein toller Vogel, aber der ist ziemlich immun gegen Ameisensäure, gegen die meisten Gifte, sofern sie dann überhaupt einen Giftstachel haben. Und der kann in einem Ameisenhaufen ziemliche Verheerung anrichten. Allerdings ist er dahingehend auch wieder recht schlau, weil er nie mehr Ameisen futtert, als das Nest vertragen kann. Also der hat irgendwie so ein Gespür dafür, wie viel Ameisen kann ich denn aus einem Ameisenhaufen rausfuttern, bevor da das soziale Gefüge zusammenzubrechen droht. Weil der will ja seine Nahrungsquelle nicht ausrotten, der möchte ja gerne irgendwann bei Gelegenheit wiederkommen und dann nochmal ein paar Ameisen nachfuttern, die dann eben auch nachgewachsen sind. Also eine ganz clevere Sache. Damit er an die auch rankommt. Ja, was, jetzt fragt man sich im ersten Moment, hä, ein Specht, wie soll denn der da rankommen? So klopft er sich da in den Haufen rein? Nein, der hat eine super lange, klebrige Zunge, die ist durchaus, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber die ist wirklich, wirklich lang. Also so 15, 20 Zentimeter, irgendwie sowas um den Dreh. Und mit der kann er richtig schön toll durch die Gänge des Ameisenhaufens einmal bzup, durchzüngeln und zu allem Überfluss ist sie auch noch schön klebrig, besagte Zunge. Und dann funktioniert das ganz wunderbar, da ganz viele Ameisen rauszuschlecken. Und da er ja, wie gesagt, recht immun gegen Ameisensäure ist, werden die den auch nicht wirklich los. Der hat auch ein sehr dichtes Federkleid, dass sie da auch nicht durchkommen, um ihn zu kneifen mit den Kneifzangen. Und ja, aber wenn der kommen sollte, zum Beispiel der oder eben andere Ameisen, feindliche in Anführungszeichen Ameisen, dann sind auch die ganz normalen Hausmeister, Arbeiterinnen
zuständig zur Abwehr des Feindes. Also jede Ameise kann zur Soldatin sozusagen rekrutiert werden, auch wenn sie ursprünglich nicht als Soldatin aufgewachsen ist und extra groß ist und mit einer extra großen Zange ausgestattet, muss er halt trotzdem das Beste draus machen. Gut, und nachdem man dann jetzt wieder ein paar Wochen möglicherweise Haufendienst hatte, also Nestdienst, dann wird man befördert, wird Frau befördert natürlich, in den Außeneinsatz. Ja? Und Außeneinsatz, das ist ein Problem, weil der ist ziemlich gefährlich, weil draußen gibt es halt eben alle möglichen, die so eine Ameise ganz gerne wegsnacken. Und das passiert denen dann auch früher oder später. Drum dauert der Außeneinsatz so schätzungsweise eine Woche bis 3 Wochen, also so im Schnitt 14 Tage. Und dann wird er durch Tod beendet, ja? Weil irgendwas schiefgelaufen ist im Außeneinsatz. Darum ist das auch der Grund, weshalb eben die Ameisen diese verschiedenen ja quasi Positionen in der Job Rotation einnehmen müssen, weil es wäre ja doof, wenn die Ameise schlüpft und sofort in den Außendienst geschickt wird und dann ist sie gleich hin, beziehungsweise hat ein großes Risiko, sehr gleich hin zu sein. Dann ist ja der ganze Ressourceneinsatz, der investiert wurde, um dann eine neue Ameise heranzuzüchten, der wäre dann ja für den Eimer gewesen. Und drum soll sie erstmal sich quasi bezahlt machen, indem sie für weiteren Nachwuchs also drauf aufpasst, und eben, wie gesagt, den Müll rausbringt. Und dann wird sie langsam entbehrlich, beziehungsweise die Kosten haben sich amortisiert. Heißt das so? Ich kann dieses Wort immer mir nie korrekt merken. Ja, das ist das Problem, wenn man schlau sein möchte und Fremdwörter raushaut. Ja, gut. Jedenfalls gehst du dann eben erst raus und dann machst du, was draußen so ansteht. So, und das ist so das, was man auch toll beobachten kann, weil das findet ja jetzt auch da statt, wo man sich es mit dem bloßen Auge anschauen kann. Übrigens für Untersuchungen im Ameisenhaufen muss der Haufen ausgegraben werden, beziehungsweise das Nest. Das ist ja nicht immer ein Haufen. Bei uns in Deutschland sind es ja oft Häufen, gerade bei den großen Völkern im Wald, zum Beispiel eben die Rote Waldameise. Die kleine rote Waldameise macht auch Haufen. Diese zwei gibt es da so primär. Die sind so einige ich sag mal, der einprägsamsten Waldameisen. Und die machen beide Häufen. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Ameise einen Haufen macht. Manche machen auch gar keinen. Und graben nur unterirdisch Nester oder legen das ganze Nest im morschen Holz an oder in einem Pflanzenstängel, das gibt's auch, oder in einem Baum sogar. Kann bei Akazien vorkommen, dass die nach und nach aushöhlen und im Inneren des Baums dann eben auch eine Ameisenkolonie wohnt und auf die Akazie aufpasst im Wesentlichen. Das ist eine Win-Win-Situation. Ein Mutualismus nennt man das genauer. Also Symbiose habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber Symbiosen gibt es eben ganz viele verschiedene. Eine Symbiose, die beiden Partnern hilft, das ist ein Mutualismus. Heißt der so? Ja, doch, der heißt so. Ne? Vielleicht ist da statt einem U auch ein O, aber irgendwie so heißt er. Gut. Jedenfalls, was wollte ich denn jetzt erzählen? Ich bin noch gar nicht auf meiner Liste angekommen. Hoppla. Ja, es ist ja gut. Na, das kann ja wieder heiter werden. Die Ameise ist jetzt jedenfalls im Außendienst und die Ameisenforscher, die ein Nest beobachten wollen und wissen wollen, was im Inneren des Nestes passiert, die graben das Nest aus und bauen es dann vor einer Glasscheibe wieder zusammen, ja, beziehungsweise legen es dann vor einer Glasscheibe an und die Ameisen bauen bis zur Glasscheibe hin und dann kannst du halt durch die Glasscheibe zum Teil in das Nest reingucken oder du machst halt, lässt sie halt das Nest anlegen zwischen zwei Glasscheiben, dann kannst du von beiden Seiten reingucken und solche Späße, also so kommt man dann drauf, was eigentlich im Inneren des Nestes so passiert. Wenn du das mit genügend Völkern machst, hast du auch irgendwann die Königinnenkammer zufällig genau an der Glasscheibe kleben und dann sieht man da auch ordentlich was. Gut, jedenfalls jetzt aber wirklich in den Außeneinsatz. Unsere Ameise wurde also gerade befördert zu draußen rumrennen und da ist jetzt nochmal wichtig die Orientierung. Zur Orientierung hat man letztes Mal schon so ein paar Sachen besprochen. Was ich noch gerne erwähnen möchte, ist die Ameisenstraße. Ja, die kennt man ja.
Beziehungsweise hat man garantiert schon mal gesehen, dass die Ameisen eben auf ihren festen Routen unterwegs sind. Mal mehrere, mal weniger, mal kommt dann nur alle 5 Minuten eine vorbei und das Ganze ist eine eher traurige Angelegenheit und teilweise sind es ganze Ströme, die da entsprechend unterwegs sind und durch ihre Lauftätigkeit sogar wirklich eine richtige Straße anlegen. Es gibt übrigens unter denen, die auf der Straße unterwegs sind, auch Straßenbauerinnen unter den Arbeiterinnen, die tatsächlich dafür zuständig sind, Sachen, die auf die Straße fallen, wenn da mal eine Fichtennadel runterfällt und landet genau auf der Straße, dann wird die von denen weggeräumt, weil als das effiziente Vorwärtskommen für alle anderen wichtiger, als dass man so ein paar Individuen abstellt, die für Aufräumarbeiten schon wieder tätig sind. Also was Ameisen alles aufräumen, da würde ich nicht glücklich werden, ne? Davon abgesehen, dass ich eh ein Männchen wäre und ja, aber lassen wir das. Ja, das funktioniert folgendermaßen. Diese Straßen werden zunächst einmal, also irgendwann sind sie so ausgetreten, dass sie die Ameise auch finden sollte, auch ohne chemische Markierung, sollte man meinen. Passiert aber nicht. Die chemische Markierung ist wichtig. Die braucht es auch immer. Wenn die verloren geht, dann geht auch die Straße verloren und wird aufgegeben. Und diese Markierung, das findet per Pheromonen statt. Die Ameisen, die drauf rumlaufen, ausnahmslos alle, setzen alle paar Schrittchen, Ameisenschrittchen mit dem Hinterleib zum Beispiel. Das hängt davon ab, was da für ein Pheromon dran soll, aber meistens mit dem Hinterleib, setzen sie einen winzigen Punkt mit einer ganz kleinen Menge Ameisenorientierungspheromon, lauf hier lang, steht da drauf sozusagen, packen sie da so ein Tröpfchen auf dem Boden. Ja? Und da das alle machen, die da lang laufen, ist es relativ interessant zu sehen, es gibt Hauptverkehrsachsen, die halt von irgendwas Wichtigem zu irgendwas Wichtigem führen, zum Beispiel vom Bau zu irgendeiner wirklich großen, unerschöpflichen Nahrungsquelle, wie zum Beispiel ein Baum, der Blattläuse hat und auf dem die Blattläuse gemolken werden. Dazu muss man wissen, die meisten Blattläuse sind sogenannte Phloemsauger, das heißt, die machen nichts. Die sind total passiv, außer dass sie sich mit ihrem Blattlaus-Saugerüssel in ein Blatt zum Beispiel, oder theoretisch auch in einen Zweig, in einen Blattstiel oder ähnliches reinbohren und bohren da das Phloem an. Das Phloem ist der Teil im Stoffkreislauf des Baumes, der das Zuckerwasser von den Blättern nach unten und wohin es halt hin soll, transportiert. Und dieser Transport, der findet unter einem gewissen Druck statt. Das heißt, da wird ein gewisser Druck erzeugt, damit das eben auch alles fließen kann. Und wenn man jetzt eben dieses Phloem-Kreislaufsystem anpiekst, dann sorgt dieser gewisse Druck dafür, dass das Phloem-Wasser, Wasser plus Zucker und andere Sachen, Strom automatisch in den reinfließt, der mit seinem hohlen Rüssel das Ganze angepiekst hat. Das heißt, die Blattlaus, ganz clever, muss da überhaupt nichts tun. Das fließt einfach durch die Laus durch. Und damit die Laus davon nicht platzt, hat sie sozusagen hinten einen Notausgang entwickelt und lässt einfach alles komplett durch sich durchlaufen. Und darum bildet sich hinten an der Laus, wenn man sich das dann unter dem Mikroskop oder mit einer sehr starken Lupe anguckt, immer so ein Tautröpflein. Ja, und irgendwann fällt das halt runter, es sei denn, es kommt eine Ameise und nimmt das Tautröpflein mit. Also im Grunde melkt es so zu, ja, wenn man das Melken nennen möchte. Übrigens, warum weiß man eigentlich, dass das ein passiver Prozess ist und die Laus da gar nicht nuckelt, sondern es einfach durch sie durchläuft? Das ist eine ganz schöne Geschichte, weil da hat man mal früher in der Frühzeit der Zoologie, das ist schon eine ganze Weile her, mein sehr alter Zoologieprofessor, hat uns das wirklich grinsend mit einem gewissen diabolischen Blick damals erzählt. Ja, also das war noch lustig damals. Da hatte man so ganz feine Rasierklingen und ist dann hingegangen und hat die Läuse quasi am Ende ihres Rüssels abgeschnitten. Und dann hat man unter dem Mikroskop beobachtet, aha, durch den Läusestachel, dieses Injektionsrohr sozusagen, da kommen weiterhin diese Tautröpfchen raus und fallen runter. Also die Laus selber braucht es gar nicht. Sobald das angestochen ist, gilt der Druck schon, ist der Druck schon vorhanden. Und ob die Laus tot ist oder nicht. Oder man hat auch die Läuse teilweise so weit das Gehirn abgeschnitten, dass die Laus eigentlich, also das Oberschlundganglion natürlich, dass die Laus eigentlich tot war. Und trotzdem lief das noch weiter durch die Laus durch, obwohl die gar keine physiologischen Prozesse, die waren dann irgendwann noch mal vollständig abgestorben, aber trotzdem lief es noch weiter.
weiter. Ja? Und mein entsprechender Prof damals, der war ganz entsetzt. Heutzutage macht man das nicht mehr mit dieser schönen Rasierklinge. Heute nimmt man den Laser und lasert die Läuse ab. Bzium, bzium. Ach ja, schön. Egal. Jedenfalls, darum wissen wir, dass das ein passiver Prozess ist. Und davon profitiert die Ameise, denn die Laus kann eben nur einen sehr geringen Anteil des Zuckers, der in dieser Lösung drin ist, für sich überhaupt nutzen, weil die läuft ja ständig weiter, diese Lösung. Und damit die Laus nicht platzt, muss sie ja den Rest ablassen und kann also jetzt nicht sagen, so, jetzt ist mein Magen voll, jetzt verdaue ich erstmal eine Weile, bis da alles raus ist und dann nehme ich die nächste Portion. Und davon profitiert die endgültig letztendlich die Ameise und darum hat die Ameise auch was davon, die Laus zu verteidigen, damit die Laus nicht von irgendwem anders, Marienkäfer zum Beispiel, gefressen wird und dann eben diese Zuckerwasserquelle für die Ameisen verloren ist. Ja, und ein Baum mit ordentlich Blattläusen, die da eben von den Ameisen gehegt und gepflegt werden, der wäre so eine valide Nahrungsquelle und würde dann mit einer sehr breiten, sehr großen Ameisenstraße entsprechend angelaufen werden. Und weil der so wichtig ist und dementsprechend viele Ameisen dahin unterwegs sind, bleibt die Straße automatisch immer frisch pheromonisiert, weil jeder, der da läuft, jede natürlich, immer wieder ihre Pheromonpunkte da absetzt. So, wenn eine Nahrungsquelle irgendwann erliegt, dann gibt es da weniger zu holen, dann schauen da weniger Arbeiterinnen vorbei und wenn da automatisch weniger rumlaufen, weil da weniger zu holen ist, dann geben die auch nur noch hin und wieder, beziehungsweise schon jeweils regelmäßig einen Pheromontropfen ab. Aber der Gesamtgeruch der Straße, der gibt quasi Aussage darüber, ja, Angabe darüber, wie wichtig ist für eine Ameise, die gerade nichts zu tun hat und merkt, oh, hier geht eine Straße lang, ist da lang zu laufen. Ja, je intensiver die riecht, desto eher wird da mehr Personal benötigt. Je weniger die riecht, ja, dann kannst du eigentlich lieber woanders lang gehen. Da kommen die zwei, drei Hanselinnen, die da unterwegs sind, auch noch ganz gut alleine zurecht. Ja. Also so in etwa funktioniert das. Fun Fact, sagt man ja heutzutage so, 1 Gramm dieser Wegmarkierungspheromonsubstanz. Ja? Wie weit würde dann eine Ameise, die haben davon nicht 1 Gramm dabei, ne? Das wäre viel zu viel. 1 Gramm ist für so ein winziges Tier natürlich eine richtig, richtig große Menge. Aber trotzdem für unsere Welten ist 1 Gramm natürlich lächerlich. So, aber wenn eine Ameise 1 Gramm davon dabei hätte, wie weit könnte sie denn den Weg markieren, wenn sie irgendwo hin wollte? Wie weit würde sie da kommen mit einer markierten Strecke? Bis zum Jupiter. Es ist kein Scheiß, es ist wirklich so. Also diese Menge an Pheromonen, die notwendig ist, damit die anderen Ameisen mit ihrer hochentwickelten Sensorik in den Antennen das wahrnehmen können, die kann man schon fast als Homöopathie bezeichnen. Ja? Ist quasi nichts drin. anders als bei der echten Homöopathie ist zumindest noch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen was drin. Ja, lassen wir das. das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Ich kann schon sehen, wie die Finger über die Tastatur. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Müssen wir uns trotzdem vertragen, hoffe ich. Gut. Also, das war die Sache mit der Ameisenstraße. Wie spät haben wir es? Wie lange quatsche ich hier schon? Ach du Scheiße. Puh. Das Problem ist, beim Adventskalender muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich keine elendige Überlänge produziere, weil da soll ja jeden Tag eine Folge geguckt werden. Und wenn ich jeden Tag 2 Stunden quatsche, dann hat kein normaler Mensch mehr die Zeit, sich das jeden Tag anzugucken. Drum muss ich mich wirklich ein bisschen am Riemen reißen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt folgendermaßen. Ja? Ich erzähle jetzt quasi noch meinen Orientierungskram, den ich hier auf dem Zettel stehen habe, fertig. Dann machen wir einen Schnitt. Dann landet das so im Adventskalender. Und in 2, 3 Tagen mache ich dann einfach mit dem Rest, den ich noch zu sagen hatte, den ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, noch irgend so ein kleines Special-Video für diejenigen, die sich dann immer noch für Ameisen interessieren. Ja, ist das ein? Ich glaube, das ist eine Kompromisslösung. Gut, also jetzt hat Schrittzähler.
Orientierungsportfolio, was so ein kleines Tier wie eine Ameise hat, und für Insekten hat die wirklich einen ausgesprochen guten Orientierungssinn. Klar, Biene ist da auch ganz, ganz toll, die schwarmbildenden Bienen, aber lassen wir das. Trotzdem, der Orientierungssinn ist klasse. Und auch dazu gibt es wieder ein lustiges Experiment. Es gibt nämlich Wüstenameisen, für die es halt sehr wichtig ist, sich nicht zu verlaufen, weil wenn die nicht rechtzeitig zurück zum Nest kommen, dann gehen sie in der Wüste irgendwann hops. Die sind meistens auch eher nachts bzw. in der Dämmerung unterwegs. Tagsüber wäre der Sand zu heiß und eben drum brauchen sie einen besonders guten Orientierungssinn und haben als eine von wenigen Ameisen, Gruppen, sage ich jetzt mal, einen eingebauten Schrittzähler. Die haben also irgendeinen Mechanismus, ich kann es nicht näher erklären, ne, auch wenn die Forschung da vielleicht schon das ein oder andere zu weiß, der es ihnen ermöglicht abzuspeichern, wie viele Ameisenschrittchen sie denn gemacht haben, bis sie da angekommen sind, wo sie hin wollten, und wie viele Ameisenschrittchen sie jetzt folgerichtlich machen müssen, um wieder genau dahin zurückzukommen, wo sie losgelaufen sind, sprich zu ihrem Nest. Ja, und dass dieser Schrittzähler sehr wichtig für die Orientierung ist, das haben jetzt böse, böse Ameisenforscher, so einen gewissen Hang zum Sadismus muss man als Ameisenforscher, glaube ich, schon haben, herausgefunden, indem sie diesen armen Wüstenameisen Stelzen an die Beine geklebt haben. Ja? Also die haben einfach mit Klebstoff denen so kleine, ganz feine, da muss man eine sehr gute Pinzette und sehr großes Fingerspitzengefühl für haben, haben die denen so kleine Stelzchen an die Beine geklebt. Ja, und jetzt hatte die Ameise ergo längere Beine. Das Resultat, jetzt hat die wieder Ameisenschrittchen gemacht. Also man hat die Ameise, man muss dazu sagen, man hat die Ameise am Ort des Futters gefangen, ihr dann die Stelzen angeklebt. In dem Moment hatte die ja schon gespeichert, ich muss 3428 Ameisen-Depperle machen, bis ich zu meinem Essen komme. Und jetzt klebt man ihr die Stelzen an. Ja, und jetzt läuft die zurück mit den Stelzen und macht 374 Ameisen-Depperle. Und das Problem ist, dann ist sie ja viel weiter, weil sie ja jetzt viel größere Schritte macht, weil sie ja jetzt längere Beine mit Stelzen hat und findet ihr Nest nicht. Und der Forscher hat sie dann dabei wohl beobachtet. Wenn es ein freundlicher Forscher war, hat er sie zurück ins Nest gesetzt. Und ab sofort war sie die einzige Ameise mit Stelzen. Oder sie ist dabei leider ums Leben gekommen. Aber wir gehen davon aus, dass sie wieder ins Nest gesetzt worden ist. Wir sind ja keine Unmenschen. Gut. Also so viel zum Nachweis, dass die eben über auch einen Schrittzähler als Orientierungsmethode verfügen. Ebenfalls so im weiteren Sinn der Orientierung dient dann zu einem gewissen Maß auch akustische Methodik, beziehungsweise eher für Unfälle bei der Orientierung oder eben wenn sich beim ja, entweder beim Außendienst oder bei den Innendienstarbeiterinnen, ja, die da irgendwo rumbuddeln und vielleicht versuchen, das Nest irgendwohin zu erweitern, sollte sich beim Graben, zum Beispiel im Sand, eine kleine Sandlawine lösen. Und es kommt zu einem großen Erdrutsch, also für Ameisenverhältnisse, großen Erdrutsch, also so irgendwas mit 2, 3, 4, 5 Gramm Sand. Ja, und das rutscht da runter. Und wenn man sich das in den Verhältnissen vorstellt, ein Sandkorn zu einer Ameise, dann ist das ja ein riesiger Felsbrock, der uns sofort zerquetschen würde und keine Chance, das irgendwie zu überleben. Aber Ameisen haben in ihren Größenverhältnissen ja dieses extrem stabile Exoskelett und das macht denen mal gar nichts. Ja, dann sind die da zwar jetzt drunter unter dieser Sandlawine und liegen da drunter und haben das Problem, dass sie davon alleine nicht mehr rauskommen, weil sie wahrscheinlich zu wenig Platz haben. Ich meine, wie wenn du jetzt komplett eingeschlossen bist von so einer Lawine, ja, wo willst du denn dann, auch wenn du in der Lage wärst, ein Sandkorn zu tragen und woanders hinzulegen, wenn überall welche sind, kannst du ja keins wegnehmen und woanders hinlegen, weil der einzige Hohlraum bist ja du selbst, also die Ameise. Ja, und in dem Fall haben einige Ameisenarten, zum Beispiel die Blattschneiderinnen, die haben wie Grillen an den Hinterbeinen solche Zirpapparate, ja, die man aneinander reiben kann und dann erzeugt das ein für uns nicht hörbares Ultraschallgeräusch, das eine enorme Reichweite hat und eben aufgrund der Tatsache, dass es Ultraschall ist, auch Materie recht gut durchdringt. Ja? Darum machen wir ja auch Ultraschalluntersuchungen, wenn wir wissen wollen, was aus dem Nachwuchs werden soll im Mutterleib und solche Späße. Ja, das kommt also durch Material ganz gut durch, diese Ultraschallwellen. So, und das hören jetzt die Kolleginnen, beziehungsweise, ja, hören ist natürlich
Sie nehmen es wahr, ja, dass da also offensichtlich jemand um Hilfe ruft. Achtung, Achtung, bin verschüttet, bitte rausholen. Und dann buddeln sie die Kollegin aus, also die Schwester. Und Schwester macht wieder weiter mit dem Job, den sie halt vorher auch hatte. Und alles ist gut und alle sind froh und trinken einen Ameisensekt. Vielleicht auch nicht. Gut, also das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie da kommuniziert werden kann. Nochmal eine andere spannende Angelegenheit. Achso, ich wollte ja Schluss machen. Dann machen wir an dieser Stelle jetzt tatsächlich Schluss. Also das tut mir jetzt leid für diejenigen, die es interessant finden, aber ich muss wirklich ein bisschen auf die Länge gucken. Ihr wisst vielleicht noch der eine oder andere oder die eine oder andere selbstverständlich, auch die kleine Einführung zum Adventskalender gesehen haben. Da war die Rede von so 20 Minütchen angepeilt. Ich glaube, ich habe keinen einzigen, der 20 Minütchen wirklich nur dauert. Teil. Oder ich glaube, einer ist 18. Es könnte demnächst in ein paar Tagen vielleicht noch was geben, was tatsächlich auch mal ein bisschen kürzer ist. Aber ja, ne? Und wie gesagt, das soll ja anguckbar bleiben. Und darum würde ich an dieser Stelle, ich nehme den Rest noch auf, versprochen. Aber das gibt es dann auch in ein paar Tagen als wie gesagt, das kleine Goodie obendrauf, für die, die es interessiert. Und aber ansonsten jetzt offiziell an dieser Stelle. Tschüss, bis morgen. Bis morgen garantiert. Ich verrate euch nicht, was es gibt, aber es gibt auf keinen Fall nochmal Ameisen. Und ich hocke auch nicht nochmal hier. Und jedenfalls nicht morgen. Und das muss an Informationen reichen. Bedanke mich. Bis morgen. Schönen Abend. Tschüss.